Ja, hallo zum dritten Teil unserer Volvo on Call Episoden. Und heute geht es darum, was laufen für Warnmeldungen auf, die ich auf der App ablesen kann und was kann ich sonst noch so fernsteuern an meinem Auto. Gibt es viele tolle Sachen, zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich die Situation, ich habe mein Auto gefunden, stelle aber fest, ich bin nach der App zu meinem Auto rübergegangen und habe ganz vergessen, dass ich auf einem Parkplatz stehe mit 500 anderen Autos. Ach, du ahnst es nicht, was mache ich denn jetzt? Weil so genau ist es dann auch nicht, aber ich habe eine schöne Hilfe dabei. Wir haben hier unten noch zwei Button. Einmal leuchten, ich kann das Licht einschalten vom Auto. Oder wenn das nicht reicht, kann ich das Auto auch hupen lassen. Dann finde ich es auf jeden Fall wieder. Freut vielleicht nicht die Nachbarn, aber auf so einem riesen Parkplatz gibt es auch nicht so viele Nachbarn. Ich kann leuchten lassen und hupen und werde auch in einem lichtbesetzten Parkplatz mein Auto auf jeden Fall wiederfinden. Klasse Sache. Ja, damit wären wir an dem Punkt Warnmeldung und Verriegeln oder Entriegeln des Fahrzeuges angekommen. Auch dabei hilft uns die Volvo on Call App. Ich habe wieder die App für euch geöffnet. Wir können mal einen Blick drauf werfen. Und da haben wir hier oben diesen Bereich Warnmeldung. In diesem Fall sieht man, dass auch gerade eine Warnmeldung aufläuft. Das Auto fordert mich auf, ich soll Waschwasser nachfüllen. Kann hier nochmal drauf gucken, ob es noch andere Sachen gibt. Service ist okay, muss noch nicht zur Wartung. Alle Glühlampen sind in Ordnung. Bremslosigkeitsstand ist auch in Ordnung. Prima Sache, kann ich mich prima zu Hause auf dem Sofa daran erinnern, was war denn gerade zu tun. So, und wenn ich das erledigt habe, nachdem ich Waschwasser aufgefüllt habe, habe ich vielleicht den unbedingten Wunsch, mein Auto zu entriegeln oder verriegeln. Die Situation könnte sein, das Auto steht irgendwo anders, wie in einem Beispiel vorhin gezeigt. Ich bin in Braunschweig, das Auto steht in Hannover und meine Frau steht vor dem Auto, hat zwar keinen Schlüssel, aber ich habe ihr Geburtstagsgeschenk da drin liegen. Vergessen rauszunehmen. Dann schicke ich hier einfach eine Nachricht, pass auf, stell dich vor das Auto und ich kann von der App mein Fahrzeug entriegeln. Dafür haben wir diesen Button hier, wo mir erstmal der Status angezeigt wird. Aktuell ist das Fahrzeug verriegelt. Ich tippe hier einfach drauf. Die App prüft nochmal den neuen Status und dann habe ich hier unten die beiden Knöpfe Ver- und Entriegeln. Ich kann über einen Knopfdruck kann ich das Fahrzeug entriegeln. Brauche hier nur drauf drücken, dann wird ein Signal an den Volvo geschickt und eine Position, das ist die Heckklappe, wird unbemerkt entriegelt und derjenige, der es weiß, meine Frau in dem Fall, kann an die Heckklappe gehen, die Heckklappe öffnen und kommt an das Fahrzeug ran. Und wenn sie fertig ist damit, kann ich das Ganze auch wieder über die App verriegeln. Klasse Sache, sie braucht keinen Schlüssel dafür, ich muss nicht am Auto sein und kann jederzeit jemandem, den ich kenne oder der es möchte, Zugang zu dem Auto verschaffen.